Links davon sieht man zwei Spitze im Vordergrund, zwei kleinere dahinter. Das sind vier der sieben Mannsmann-Kinder. Der Sage nach bildet die Familie Watzmann Mann und Frau und sind Kinder, so schreibt er in Gangbuch in seinem Roman Die Martinshause. Da heißt ihm, dass die Familie früher zu Mensch und Tier nicht grausam war und als Strafe von Gottes Hand versteinert wurde. Der große Watzmann ist der Berg im Talkessel hinten mit den schrägen Schneebändern. Mit 2713 Meter ist er der zweithöchste Berg in Deutschland nach der Zugspitze. Er erscheint hier niedriger als die Watzmann-Frau, liegt aber daran, dass die Spitzen zu zirkeln.